So, heute habe ich mal für euch einen schönen Manhua-Erzählung. Damit begrüße ich euch herzlich zu diesem Video. Und zwar möchte ich euch heute mal den Manhua-Titel Lovelock vorstellen. Der wurde mir dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt. Deswegen da oder da Dauerwerbesendung. Und ich war schon die ganze Zeit heiß drauf, weil ich mir von der Prämisse gedacht habe, oh mein Gott, das könnte genau meins sein. Dann sehe ich das Cover und denke mir so, oh boy, das könnte genau meins sein. Und ob es wirklich was für mich war, erfahrt ihr gleich. Erstmal, worum dreht es sich denn in Lovelock? Im Mittelpunkt steht die 24-jährige Hua Xinyang. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Chinesische Aussprache liegt mir noch schlechter als die japanische und koreanische. Die in ihrem ganzen Leben immer wieder von Männern ausgenutzt, enttäuscht wurde. So das volle Programm halt. Männer sind halt scheiße. Und daraufhin denke ich so, nee. Ich habe die Nase voll. Jetzt werde ich zur krassen Verführerin. Und sie setzt sich zur Lebensaufgabe, sämtliche Aufreißertypen den Kopf zu verwickeln. Bloß um sie dann, wenn sie sich in sie verlieben, einfach wie so eine, wie Abfall wegzuwerfen. Und das macht sie immer wieder. Und eines Tages trifft sie allerdings auf einen sehr besonderen Jungen, der vermeintlich auch erstmal wie ein Aufreißer wirkt, jedoch sich relativ schnell rausstellt, hey, der scheint doch gar nicht mal so verkehrt zu sein, wie man vielleicht erwarten würde. Problem ist nur, er wirft ihr daraufhin vor, dass sie ihn mit K.O.-Tropfen betäubt hätte, was natürlich nicht der Fall ist. Und das kratzt hart an ihrer Würde als so krasse Aufreißer, dass ich denke, du kleiner Pisser, ich verführe dich, ob du es willst oder nicht. Und so beginnt diese vielleicht dezent toxische Liebesbeziehung in Lovelock. Nun zu den Grundinformationen. In der physischen Fassung von Lovelock strebt der Manlin Verlag aktuell 7 Bände an. Die Geschichte stammt von Clever Cool. Es kostet 18 Euro in der normalen Edition. Und für 30 Euro gibt es eine Special Edition, die ich euch gleich nach der Rezension noch vorstellen werde. Und das Ganze ist übersetzt von Tina Bischoff. Und nun zu meiner Rezension. Okay, bevor ich es gelesen habe, hatte ich mich mit Lisa, also von Manlin, ein bisschen darüber unterhalten. Und die meinte so, das ist so ein Titel, viele lieben ihn, aber viele hassen ihn auch. Es kommt halt sehr stark auf die Protagonistin eben an, die für viele, und das ist nicht mein Wortlaut, das ist ihr Wortlaut, möchte ich nur kurz erwähnen, halt so eine richtige Bitch sein kann. Und das stört scheinbar einige. Und ich denke so, verdammte Scheiße, ich mag sie. Ist wirklich... okay, jetzt brauche ich eine freundliche Beleidigung. Ich verstehe den Angehensweise, weil sie ist kein guter Mensch für viele wahrscheinlich. Und sie Bezeichnung Bitch... Wobei ich finde, Bitch trifft es nicht so ganz. Sie ist eine fiese Troller. Sagen wir mal so. Also das, was sie macht, ist natürlich keine Frage. Echt asozial, bloß weil sich Männer so scheiß behandelt haben, heißt das nicht, dass du nun auch Männer scheiß behandeln musst. Aber gerade das macht sie, finde ich, interessant. Sie ist halt ein Charakter mit Schwächen. Etwas, was ja leider Gottes, wie ich finde, in der heutigen Zeit oft als problematisch angesehen wird. Wo ich da denke, was zum Kuckuck? Gerade das macht es doch erst interessant. Und ich finde sie halt dadurch einfach auch was anderes, weil sie ist nicht dieses, sie ist von sich selbst überzeugt, aber auf einem Niveau, wo man sich denkt, sie geht einem nicht auf den Sack. Dazu kommt halt auch noch, sie ist erwachsen, das tut bei mir halt auch nochmal vieles. Und sie weiß halt einfach, was sie will und irgendwie hat sie trotz ihrer Art und ihrem teilweise doch sehr hinterfotzigen Verhalten gegenüber den Männern, so was gewissermaßen unschuldig. Man versteht schon, warum sie so ist, wie sie ist. Und dann kommt halt die männliche Love Interest. Mu King hieß er, glaube ich. Wie gesagt, meine Aussprache ist eine Katastrophe. Der halt nach außen hin Mr. Aufreißer zu sein scheint, bloß um dann sich herauszustellen, dass der eigentlich ein komplett unschuldiger, lieber Typ ist, der auch so ein paar Probleme hat, wo ich auch noch ein bisschen gespannt drauf bin, was da noch so kommen wird. Und er ist halt einfach knuffig. Ich sag mal so, ich verstehe, warum sich unsere Protagonistin in den verguckt hat. Der ist schon ein kleiner Schnuckel. Da würde ich auch schwach werden. Und es ist halt dann witzig zu sehen, wie er genervt ist von ihr. Und sie eigentlich einfach nur weg, weg, weg haben will. Aber sie halt nicht locker lässt. Natürlich, das ist auch toxisch, so gesehen. Aber
Ist halt auch von Zeit zu Zeit. Es hat halt für mich sowas, ja, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Weil er versucht, ihr aus dem Weg zu gehen. Sie lässt es aber halt nicht wirklich zu und sucht regelrecht nach ihm. Wie gesagt, er hat schon Hard-Stalker-Tendenzen entwickelt. Und ich mag es einfach. Ich mag das einfach ganz gern. Und dazu, finde ich, hat es einen Artstyle, der heraussticht. Webtoons sind für mich Artstyle-technisch oft ein wenig schwieriger. Oh, hey, hat so eine Miku. Weil vieles sich für mich zu identisch einfach ansieht. Und da ist Lovelock eine erfrischende Abwechslung. Einzige, was mich schon wieder ein bisschen gestört hat, jetzt komme ich nämlich nochmal auf das Wort Bitch zurückzuführen, weil das wird natürlich auch im Manhua die ganze Zeit immer wieder erwähnt und irgendwann ging es mir, um ehrlich zu sein, ein wenig auf den Sack, wie oft da, oh, das ist so eine Bitch und gesagt und so, vielleicht auch ein bisschen Wortabwechslung ist oder ja, weiß nicht. Bin vielleicht auch nicht so der größte Freund von dem Wort, aber gut. Und jetzt kommen wir noch zur Special Edition. Diese kommt halt einerseits natürlich mit dem stinknormalen Manhua-Band daher. Jedoch enthält sie einerseits noch diese Magnetbox, in der Band halt drin ist. Ist ja so ein bisschen das Markenzeichen von Manlin, was der eine oder andere Verlag auch inzwischen kopiert hat. Paper Toons! Was? Und ja, leider Gottes mal wieder einfach nur das stinknormale Cover. Das ist nach wie vor so eine Sache. Ich wünsche mir Variant-Covern auf die Boxen. Das wäre geil. Und innen drin gibt es zum einen zwei Artprints. Die finde ich ein wenig... die hätten ein bisschen hochwertiger sein können. Halt von unserem Protagonisten. Ich hoffe, dass wenn es... eine zweite CE geben wird, es auch einen gibt von unserer Protagonistin. Nur halt die Papierqualität hätte ein Ticken besser sein können, finde ich. Und dazu gibt es noch diesen Klassiker Acrylaufsteller. Illustration ist immer cool, sieht gut aus. Einzige, Beine sind abgeschnitten. Ich bin nicht so der größte Fan von Illustrationen, die meine dann abgeschnitten sind, wenn es dann als Acrylaufsteller fallen wird. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Und ich finde, gut, für 12 Euro Aufpreis, die Box, lässt sich drüber streiten, brauchst du, es hat was Fancyes, ja, aber nimmt vielleicht halt schon wieder Platz weg. Aber für 12 Euro einen guten Acrylaufsteller, der bei den meisten Leuten schon 12 Euro kostet und diese zwei Artprints, kann man auf jeden Fall nicht meckern, würde ich sagen. Aber ja, was ist nun mein Fazit zu Lovelock? Schwierig. Also ich hatte meinen Spaß damit. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Band 2. Den werde ich mir auf jeden Fall von Lisa zukommen lassen. Aber ich sehe auch so ein, zwei Schwächen noch. Gleichzeitig denke ich mir so, für 7 Bände geht wiederum für das, was es eigentlich ist. Ich mag halt, dass es schon so was eher Erwachseneres hat. Ich glaube, bei Manga Passion wird es als Shoujo betitelt. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, es ist ein Josei. Aber so, ja, ich würde sagen, der erste Band kriegt von mir eine 7 von 10. Doch, ich hatte meinen Spaß, ein, zwei Mal musste ich auch schmunzeln, aber der erste Band, das ist aber auch ein Webtoon-Problem, hat mir noch nicht genug gegeben. Einfach trotzdem, Empfehlung, geht auf jeden Fall raus. Und ja, habt ihr Lovelock gelesen? Wenn ihr, wie fandet ihr, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und spreche viel zu sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.